Fatbike-Tour aus? Hagenjoch. Wir starten von Gagel diesmal aus, Winterwandertour. Es sind eher ein bisschen später bei den Zug heute, weil mit dem Fatbike ist es ja nicht so, dass man da unbedingt um 4 Uhr in der Früh losfahren muss im Winter, weil man meistens eher lau ist. Und aufstehen muss man ja auch nicht wirklich. Nein. Ja, 1000 Höhenmeter warten ist, das Herz ist schneibleicht, also wirklich stark leicht, ja. Wir haben ja gefreut schon, es ist recht kühl gewesen in der Nacht, weil wir einen guten Schnee haben. Ja, jetzt geht es auf die Wütschenau, aufs Hochtal und von der Wütschenau auch in der Alm und dann die letzten paar Meter drüben, also auf dem Gipfel. Gut, die Petra ist nicht dabei, die muss Skilehrerin, irgendwer muss ein bisschen Geld verdienen, das Ganze kostet ganz schön was. Und ja, wir genießen es auf jeden Fall. Ja. So, sind wir Richtung Wütschenau auf dem Weg, eigentlich auf der Hauptstraße, weil da ist ein bisschen weniger los als in manchen Skigebieten im Unterland. Stimmt. Ja, deswegen kannst du da schön zu zweit aufradeln. Gut, den Trainingszweck sowieso, wir sind im Trainingszweck, gell? Ja, fahrt es echt super. Jetzt muss ich da nicht umgreifen. Seht ihr es? Geht wirklich schön da hier. Und ja, wir machen die Höhenmeter. Eins nach dem anderen. Ja, genau, auch noch. Meine Haare sind angeschnitten. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber es ist echt krass. Es schneit voll Gas. Martin, dieser Heuer der Nikolaus. Deshalb ist es auch voll krass. Warte. Langsamer, Vereine da. Ja, Nikolaus ist zwar schon vorbei. Ist schon vorbei, aber ja. So, jetzt sind wir schon in der Wütschenau herum. Jetzt geht es Richtung Oberau. Das ist wirklich ein klares Winterwanderland. So, da. Jetzt geht es Richtung Borstadlaufe. Es ist die gleiche Strecke, wie vielleicht ein paar von euch schon kennen vom Enduro-Warnrennen in der Wütschenau. Und da müssen wir schauen, wie es halt weitergeht zu Aachen da oben. Wie es hergerichtet ist. Was sagt die Wicke? Richtig, richtig kalt ist es. Ja, jetzt ist es wieder frisch geworden. Ja, zuerst wird laufen, als ihr seht. Ja. Und ja. Das ist mega sinnvoll. Aber wirklich richtig schön, ja. Das fährt sich halt super, weil der Boden noch so kalt ist. Ja. Richtig grip. Wir machen jetzt eine kurze Riegelpause und Trinkpause. Ich weiß nicht, man sieht es jetzt da gar nicht. Meine Flasche ist komplett gefroren. Ich habe zwar nur eine mit. Ja, was gibt es bei dir? Big Block. Okay. V8 Big Block. Das gibt Kraft. Ja. Und bei mir gibt es nichts. Fünf Spinier, aber die Flasche, die sieht da keiner. Auch nicht so nach und her. Sehr fruchtbar. Ja, Mahlzeit. Ja. Voll krass. Die Sonne kommt voll raus, Wahnsinn, oder? Ja, jetzt reißt es gerade echt auf. Ich glaube, sogar ein bisschen föhnig. Voll schön. Für uns geht es jetzt da rauf. Genau, und da oben, da irgendwo ist der Gipfel. Genau, die Tour ist eigentlich die gleiche, wie was wir im Sommer fahren. Nur sind wir es heute seit dem Verkehr aufgefahren. Genau. Teilweise ist es so krass rutschig und ist alles Eis. Ja. Also echt heftig, heftig. So geht es rauf. Ja. Sind wir auf der Aachentalalm. Ein paar von euch kennen das vom Sommer vielleicht. Ganz nette Alm. So kann es jetzt aus. Nein, heute eher nicht. Heute ist eher mau. Und es ist wirklich gar nichts los mit den Rennen. Es reißt echt ein bisschen auf. Jetzt macht es das Ganze feiner, weil der Schnee richtig kalt ist. Ja. Das ist nicht so fein zum Gehen. Und Schnee her, seht ihr, schaut richtig cool aus. Also wir haben frischen Pulverschnee. Ein bisschen kompakt wird, das ist auch ganz cool. Es dreht langsam durch die Kamera. Und da vorne, wo der Grat ist eigentlich, in dem Bereich, ist dann schon der Gipfel vom Krogenjoch. Da gehen wir jetzt mal auf für eine Viertelstunde. Und dann nehmen wir Kette rechts. Umstellungssystem. Genau. Den letzten paar Meter. Martin hat es schon geschafft. Es ist echt warm, ja? Und es hat voll geil aufgerissen. Ich habe es auch bald geschafft. Mega. Okay. Ja. Voll schick.
Echt voll schön. Ja. Da steigt die Wicke immer dumm. So, jetzt gibt es noch kurze Hasen. Diesmal kein Katzendosenaufstrich, wie auch immer. Ja, wo ja gut ist. Das steigert auch Salami. Ja. Mahlzeit. Ja. Das schmeckt nicht nur Kassenfutter. Ja, das ist super. Lecker. Ja, es ist saurutschig drunter. Aber Geschwindigkeit. Aber ja. Dann geht's, aber es ist echt krass rutschig. Schaut auf den Block nach dem Dreck, da geht direkt zum Wald. Genau, ja. War echt mega, also ja. Unbedingt nachfahren. 16 noch in die Bikes, das hat wirklich einen guten Schnee gehabt. Action pur, voll. Und es ist immer noch volle Kräuter, also es ist super gewesen, es war echt voll, voll cool. Ja, schaut euch das Video an, einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Magst du auch noch was? Nein, ich ziehe mal so. Passt, aber nicht nur tschüss. Gute Song. Ja. Ciao. Tschüss.